Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig gestritten? Erinnern Sie sich noch, worum es ging? Was war der Gegenstand des Streits? Und wie ging es danach weiter? Haben Sie die Person seitdem nicht mehr wiedergesehen? Oder war es ein reinigendes Gewitter und aus dem Streit wurde eine Annäherung, wurde ein Diskurs, am Ende vielleicht gar ein Dialog? Über die Frage, wie man richtig streitet, freue ich mich heute Abend hier im Rahmen der politischen Gesprächsreihe UM Politics Talks im Gespräch, vielleicht sogar im Streitgespräch zu sein, mit der Philosophin und Buchautorin Svenja Flasspöhler. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Svenja Flasspöhler, 1975 geboren, ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des Philosophiemagazins und hat unterschiedliche Bücher schon vorgelegt. Sie hat veröffentlicht zu Pornografie und zu Feminismus. Sie hat veröffentlicht zum Thema Elternschaft und zum Thema Sterbehilfe. Sie hat sich mit den Sensibilitäten unserer Gegenwartskultur beschäftigt und jetzt jüngst ein Buch vorgelegt zum Thema Streiten. Insofern freue ich mich heute mit einer streitbaren Philosophin im Streitgespräch über das Streiten zu sein und gebe die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, gleich an meinen Gast weiter. Frau Flasspöhler, schön, dass Sie hier sind. Wann haben Sie zuletzt richtig gestritten und worum ging es da und wie ging es aus? Ich muss kurz überlegen, das war mit meiner Tochter, die ist 16, sehr sturköpfig, extrem hartnäckig. Das dauert also lange und es geht hart zur Sache und es ging um Butter. Es ging um die Frage, ob man noch Butter essen darf oder aufgrund des ganz üblen Klimaabdrucks eben auf Butter verzichten sollte. Und ich wollte mir so buchstäblich und auch sturköpfig die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Hab's dann aber, ich würde sagen, am Ende doch vielleicht getan, ein Stück weit. Aber dafür musste ich erstmal 2 Tage abwarten und dann konnte ich zugeben, dass sie vielleicht in dem einen oder anderen Punkt doch recht hatte. Dass Sie recht hatten oder Ihre Tochter? Nee, meine Tochter. Okay, und jetzt beschmieren Sie Ihr Brot nur noch zur Hälfte mit Butter? Also ich benutze deutlich weniger Butter, so würde ich mal formulieren. Ich habe sie noch nicht ganz aufgegeben, aber ich habe mich schon überzeugen lassen, ja. Also sie hat mich dann versorgt mit sehr vielen Studien, die auch seriös sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was soll ich da jetzt noch gegen sagen? Also es ist einfach rational nicht wirklich dagegen anzuargumentieren. Es sei denn, man sagt eben einfach, ich will weiter Butter essen, Punkt, ist mir egal, was mit dem Klima ist. Dann kann man weiter Butter essen, aber das ist kein wirklich gutes Argument, glaube ich. Okay, jetzt haben wir diese Streitsituation vom Ende her einmal kennengelernt, nämlich davon, dass Ihr Butterkonsum sich seither reduziert hat. Aber schauen wir doch noch einmal auf diesen Streit oder nehmen wir ihn tras pro toto. Was war das für eine Art Auseinandersetzung und was gehörte dazu, dass Sie zum Beispiel ein solches Ende nehmen konnten, nämlich ein Ende, wo Sie der Gegenseite, in diesem Fall Ihrer Tochter, ein gewisses Recht eingeräumt haben für die besagte Position und Ihr eigenes Verhalten sogar daraufhin revidiert haben? Ja, also man muss dazu sagen, das kommt nicht allzu oft vor, ne? Also das sind schon eher die seltenen Momente. Meistens ist es ja auch so, man geht einfach auseinander und wird sich einfach nicht einig und das bleibt dann auch so. Auch das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Zunächst mal vielleicht muss man tatsächlich sagen, es geht ja beim Streiten erstmal um gewinnen wollen. Also wer wirklich streitet, also wer jetzt nicht nur mit jemandem so eine Frage erörtert, so in so einem Für und Wider und dann nimmt man so die Perspektive des anderen ein und dann denkt man, ach ja, so kann man das ja vielleicht auch sehen, sondern wer wirklich streitet, der will gewinnen, also der will den anderen argumentativ besiegen, niederringen. Er will ihn auf seine Seite ziehen. Also das heißt, wer streitet, ist eigentlich auch gar nicht so richtig unbedingt an einem Konsens oder so interessiert, sondern man will eigentlich, also wenn man richtig streitet, ja, dann prallen wirklich Perspektiven aufeinander und
es geht darum, der anderen Seite zu zeigen, du liegst falsch und ich lieg richtig und ich sag dir jetzt auch warum. Und sobald man dann aber anfängt, eben die Perspektive zu wechseln vielleicht und irgendwie zu denken, ja, stimmt, und man nickt dann so verständlich, dann streitet man eigentlich schon nicht mehr, sondern dann, würde ich sagen, befindet man sich schon auf dem Weg des Diskurses. Ne? Das ist dann eher so ein Diskurs, manchmal so umherwandeln, dann ist man eigentlich schon in so einem dialektischen sich verstehen. Das ist was anderes. Gibt es denn auch die Aufwärtsspirale der Eskalation? Sie beschreiben jetzt ja die Deeskalationsspirale, wofür es vielleicht von nicht geringer Bedeutung ist, dass dieser Streit zwischen Eltern und Kindern stattgefunden hat, wobei nicht alle Streits zwischen Eltern und Kindern friedlich ausgehen mögen. Vor allem nicht mit pubertierenden Kindern, also überhaupt nicht. Nee, genau, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn nicht nur ist es so, dass dem Streit ein Siegeswille innewohnt, also das hat immer was mit Macht zu tun, wenn ich streite, sondern der Streit besitzt auch eine Gewaltdimension. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen und das kann man sich schon alleine wortgeschichtlich klar machen. Also Streit kommt von Street, dem althochdeutschen Street, und das meint Waffenkampf. Also bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hat man mit Streit eigentlich wirklich die blutige Schlacht gemeint. Also wirklich, dass sich töten. Und dann hat sich im Zuge der Zeit eine andere Wortbedeutung durchgesetzt. Also wenn wir heute von Streiten reden, wir haben uns gestritten, dann meinen wir in der Regel, wir haben uns verbal heftig attackiert. Ja? Und eben auch da ist die Gewaltdimension natürlich noch drin. Also wir reden ja nicht umsonst von Wortgefecht, von Schlagabtausch. Ja? Das heißt, die Gewaltdimension ist darin aufgehoben und sie kann jederzeit auch eskalieren. Also das passiert immer dann, wenn man den anderen wirklich im Streit vernichten will, wenn der andere der Feind ist. Also deshalb mache ich im Buch auch eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Formen der Gegnerschaft. Also einmal der Streit im Sinne der Feindschaft, das meint, ich will den anderen vernichten. Also entweder dadurch, dass ich einfach sehr, sehr persönlich werde, dass ich genau weiß, wo ich hinschlagen muss, hinpieken muss, um ihn wirklich richtig schwer zu verletzen, so schwer, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, sich jetzt argumentativ mit mir auseinanderzusetzen. Eine andere Variante, den anderen zu vernichten, ist, ihn einfach zu delegitimieren. Also das haben wir ganz oft im heutigen öffentlichen Raum auch. Ja, das heißt, wenn jemand während der Corona-Pandemie, vor allem in Deutschland war das der Fall, ich glaube, hier war es ein bisschen angenehmer noch, wenn man während der Corona-Pandemie diese oder jene Maßnahme kritisiert hat, vielleicht auch gegen die allgemeine Impfpflicht war, dann war man sehr schnell der Corona-Leugner oder man war die Verschwörungstheoretikerin oder wenn Menschen denken, dass oder die Meinung vertreten, dass man den Krieg in der Ukraine nur am Verhandlungstisch lösen kann und einer militärischen Lösung skeptisch gegenüberstehen, dann sind sie sehr schnell die Putin-Versteher, die Russland-Freunde und so weiter. Oder wenn man Israel kritisiert, jetzt in Bezug auf den Krieg in Gaza, dann ist man sehr schnell die Antisemitin. Ja, ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Antisemiten, Lügner, Verschwörungstheoretiker gibt. Das gibt es alles. Aber was man beobachten kann, ist, dass innerhalb des öffentlichen Raumes oder eben in Streitgesprächen, gerade auch in der Öffentlichkeit, man immer wieder auch dieses Phänomen antrifft, dass man Meinungen, die man nicht teilt, einfach von vornherein delegitimiert. Sie haben jetzt drei ganz große Streitpunkte, Streitthemen der letzten Jahre der öffentlichen Debatte schon genannt, Corona, Ukraine, Gaza. War das der Auslöser, dass Sie sich entschieden haben, sich mit dem Thema Streit zu beschäftigen, darüber ein Buch zu schreiben? Oder was war Ihr persönlicher Ausgangspunkt, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen? Also zum einen sicherlich auch, Sie haben das ja schon gesagt, und der Verlag bewirbt damit auch das Buch, eben, ich gelte als streitbare Philosophin. Das heißt, ich kenne natürlich auch diese Delegitimierungsstrategien selber, ja, also streitbar ist ja noch vergleichsweise okay, aber umstritten, da steht man dann schon so mit einem Bein im Diskursabgrund irgendwie. Dann säßen Sie nur noch mit dem genau, halben Stuhl hier oben. So ein bisschen noch weiter zurückrücken. Es gibt ja auch noch dieses Wort streitlustig, ne? Auch das ist ja eigentlich eher was, das finde ich eigentlich ein schönes Wort, streitlustig, weil da auch der Affekt drin ist. Also Streiten hat ganz viel mit Affekten zu tun, das ist mir sehr wichtig tatsächlich auch. Und dieses Streitlustig, das würde ich schon auch für mich in Anspruch nehmen, wenn da nicht, und das ist mir direkt eingefallen, als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, kam mir direkt diese Erinnerung, denn
eigentlich so am Grund meines Lebens, am Anfang meines Lebens steht eigentlich eine Erfahrung oder eine Erinnerung, die gar nichts Lustiges an sich hat. Und diese Erinnerung ist, dass ich als kleines Mädchen oben bei uns in unserem Haus im ersten Stock im Bett liege. Es ist schon spät nachts. Und ich kann nicht einschlafen und darf auch gar nicht einschlafen, weil unten meine Mutter mit meinem Stiefvater streitet. Und zwar so schrecklich und so heftig, dass ich wirklich Angst habe, dass die sich einfach umbringen. Und meine kindliche Fantasie damals war, und das war nicht nur in einer Nacht so, sondern in sehr vielen Nächten so, ich darf nicht einschlafen, weil wenn ich einschlafe, passiert was. Also ich hatte so eine Art Wächterfunktion. Und das ist also sozusagen durch diese imaginierte Wächterfunktion habe ich eigentlich versucht, mich aus einer tiefen Ohnmacht sozusagen imaginär zumindest zu befreien. Aber es ist eine Ohnmachtserfahrung. Und von dieser Ohnmachtserfahrung gehe ich eigentlich aus, um mich diesem Phänomen des Streitens anzunähern. Und bin dann natürlich direkt in dieser Gewaltdimension, in dieser Eskalationsspirale, die Sie angesprochen haben, drin. Weil das ist eigentlich das, was ich mit Streiten erstmal verbinde, ja, also so erfahrungsmäßig. Also ich kann mich auch, wenn ich die Augen zumache und versuche, mir wieder dieses Gefühl in mir wachzurufen, wie das ist, da in diesem ersten Stock im Bett zu liegen. Also ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt, ja, wenn man so das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr, irgendwas liegt so auf der Brust. Also das ist schrecklich, ja. Und trotzdem streite ich aber und ich streite gerne und viel. Und die Frage ist natürlich, warum? Weil es hätte ja auch sein können, dass ich vor dem Hintergrund dieser Erfahrung eher in die Harmonie gehe, ja, also eher den Streit total vermeide. Das tue ich aber nicht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und da kommt etwas ins Spiel, was ich versuche in meinem Buch zu entwickeln, nämlich den Gedanken, dass wenn wir uns eben nicht im Sinne der Feindschaft streiten, sondern im Sinne der Gegnerschaft, und wir können ja vielleicht gleich noch genauer darüber reden, was damit gemeint ist, dann ist der Streit eben nicht entzweiend oder tödlich, sondern er stiftet Einheiten. Er ist eigentlich die Bedingung dafür, dass überhaupt Einheiten entstehen können. Also ich versuche den Streit wirklich von seiner zutiefst konstruktiven Seite her zu denken. Und da gibt es eben auch in der Philosophie, in der Ideengeschichte einige sehr interessante Bezüge. Die Rolle, die Sie dort im ersten Stock eingenommen haben, war ja in gewissem Sinne gar nicht die einer Streitpartei, sondern das unfreiwillige Beobachten müssen des Schlagabtausches anderer. Jetzt ist ja die Frage, sich bewusst in einen Streit mit einem anderen zu begeben, ist ja dazu eben wiederum eine ganz andere Gebärde. Solange ich weiterhin autonom bin und mich dem Streit, wie soll ich sagen, stellen kann, bereit bin, mich auf ihn einzulassen, dann habe ich natürlich eine ganz andere Rolle inne. Gleichzeitig wäre ja auch die Frage, gibt es auch die bewusste Entscheidung für ein solches neutrales Wächteramt und erfüllt sie auch eine gewisse Funktion, sei es im familiären oder im öffentlichen Alltag? Das heißt, muss man sich den Streit auch sogar als eine Triade denken, in der eine dritte Person jenseits der Streithähne im Zweifelsfall noch eine gar nicht unentscheidende Rolle spielt? Genau, also erstmal muss man natürlich sagen, dass es den Streit tatsächlich ja in unterschiedlichen Konstellationen gibt, ne? Es gibt ihn ganz intim am Küchentisch, es gibt ihn aber auch eben vor Publikum, es gibt ihn auch mit Schiedsrichter auf der Bühne, wenn da zum Beispiel ein Moderator sitzt, ne? Also das heißt, es gibt den Streit erstmal in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Und ich glaube, dieser Gedanke kam mir wirklich auch beim Schreiben. Also dieses Schreiben ist wirklich auch immer eine Form von so einer Selbstanalyse. Es kommen dann manchmal auch so Einsichten über einen selber, die auch manchmal gar nicht so schön sind, aber trotzdem interessant. Und was diese Wächterfunktion angeht, da kam mir dann irgendwann der Gedanke, dass ich vielleicht heute sogar auch immer noch so eine Art irgendwie Wächterfunktion für mich beanspruchen würde, weil ich, glaube ich, schon grundsätzlich ein Interesse daran habe, dass Streit im Sinne der Gegnerschaft stattfindet und nicht im Sinne der Feindschaft, wie das so oft passiert öffentlich. Und im Buch bringe ich das auf den Satz, wer Feindschaft verhindern will, muss Gegnerschaft zulassen. Ja, das heißt also, man kann nur die Feindschaft verhindern, wenn man sich im Sinne der Gegnerschaft im Streit begegnet. Ich sage jetzt auch gleich endlich, was mit Gegnerschaft genau gemeint ist. Ich will nur noch einen Gedanken zusätzlich sagen, weil Sie sagten, naja, da hatten Sie ja so eine Zuschauerperspektive, aber Sie sind ja in den Streit sind Sie ja involviert. Das hat sehr viel mit meiner Mutter zu tun, weil meine Mutter
eine sehr eigensinnige, eigenwillige und sicherlich auch sehr schwierige Frau ist, die mich aber schon sehr stark beeinflusst hat, im Guten wie im Schlechten sozusagen beeinflusst hat. Man muss wissen, dass, und das, darum geht's auch in diesem Buch, also das Buch ist eigentlich in Teilen wirklich auch sehr persönlich, weil ich eben auch meinen eigenen Affektlagen so hinterher denke, nachdenke. Und meine Mutter hatte eben große Schwierigkeiten, sich an Männer zu binden. Und sie hat meinen Vater verlassen, da war ich noch ganz klein, da kann ich mich auch eigentlich nicht dran erinnern. Ich weiß aber aus Erzählungen, dass es auch da hoch herging. Und mit meinem Stiefvater war sie 10 Jahre zusammen und auch verheiratet. Und da gab es eben diese schrecklichen Auseinandersetzungen, die dann eben auch wirklich richtig körperlich wurden. Und dann ist sie aber, als ich 14 war, meine Stiefschwester war ähnlich alt wie ich und meine kleine Schwester war gerade 8, also meine Halbschwester, da hat sie die Familie verlassen, ist also gegangen und hat dann nochmal geheiratet, hat nochmal Kinder bekommen und hat den Kontakt zu uns komplett abgebrochen. Ich glaube auch, weil sie es anders nicht hinkriegen konnte, diese Trennung, ja, das ist sozusagen die wohlwollende Interpretation. Es war aber natürlich auch schrecklich, ja, dass sie dann plötzlich ganz, wirklich ganz weg war. Und genau, meine Mutter hat gestritten und ist gegangen, also weil es immer im Sinne dieser Feindschaft eigentlich ging und weil sie ihre eigenen Affekte überhaupt nicht durchschaut hat. Also warum hat sie diese Bindungsunfähigkeit gehabt an Männer und so weiter? Und ich streite, um zu bleiben. Ich glaube, das ist mein Erbe. Ich streite, um zu bleiben. Und ich kann nur bleiben, wo ich streiten kann. Und genau, und das hat eben viel mit diesem Begriff der Gegnerschaft zu tun. Wir hatten eben schon die Feindschaft, das meint diesen Vernichtungswillen. Und die Gegnerschaft ist eben eher das, also wenn man es mal vergleichen will mit einem Bild, eher das, was wir aus dem Sport kennen. Also wir reden ja im Sport auch nicht davon, dass die gegnerische Fußballmannschaft, dass das eine Feindesmannschaft ist, sondern es ist eine gegnerische Mannschaft. Und das meint, es geht eben im Sport nicht um Morden, sondern es geht um Messen. Also man misst sich, aber natürlich mit einem krassen Siegeswillen, so wie im Streit. Ja, natürlich will man gewinnen, unbedingt. Aber man kann sich hinterher noch die Hand geben. Man kann vielleicht sogar, wie ich meiner Tochter, sagen, Mensch, gutes Argument, ja, ich muss einsehen, Chapeau, du hattest die besseren Argumente. Oder auch vielleicht umgekehrt. Das passiert nicht allzu oft, aber es kann passieren. Und diese Gegnerschaft, also dieses Messen durch Argumente, die aber, und da würde ich mich eben wirklich auch von Jürgen Habermas sehr stark unterscheiden. Also Habermas hat ja die Diskurstheorie begründet und sagt, wir begegnen uns an so einem Diskurstisch. Und da findet dann der herrschaftsfreie Diskurs statt, weil wir alle unsere Erfahrungen außen vor lassen und unsere Affekte möglichst außen vor lassen. Und dann folgen wir ganz ruhig und beflissen dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments, bis sich irgendwie ein Konsens herausbildet. Und das ist nicht Streit, ne? Sondern Streit, wir hatten das schon, ist einfach wahnsinnig affektgeladen. Ich würde auch sagen, es spielen immer Erfahrungen eine Rolle. Wir können unsere Erfahrungen nicht irgendwie an der Garderobe abgeben, wenn wir streiten. Es führt eben auch nicht zum Konsens, ne? Sondern oft, also meistens nicht, sondern es ist meistens sogar so, dass wir unversöhnlich bleiben, ja, dass man eben man will den anderen auf seine Seite ziehen, der andere will genau dasselbe und dann misst man sich mit Argumenten. Und das Interessante, finde ich, ist eben diese Argumente, die nie frei sind vom Affekt. Also man könnte sogar sagen, der Affekt bekommt die Form eines Arguments, manchmal auch eine sehr spitze Form, wie in der Polemik. Also das ist ja die Überspitzung, ne? Polemik ist übrigens das griechische Wort für Krieg. Also da geht es schon auch hart zur Sache. Aber diese Form des Arguments stiftet die Verbindung zum anderen. Also solange ich argumentiere, gebe ich dem anderen die Möglichkeit, daran anzuknüpfen. Und erst wenn ich das unterlasse, erst wenn ich das Argument eintausche gegen einfach nur noch Verletzungen oder starke Gefühle im Sinne von, hör jetzt aber auf, das verletzt mich. Also wenn ich irgendwie das abbreche, dann ist die Verbindung sozusagen unterbrochen. Aber solange, wie ich argumentiere, gebe ich dem anderen immer die Möglichkeit, daran anzuknüpfen. Und das ist eigentlich das wirklich Wunderschöne am Streit. Und das macht ihn auch sofort weniger grausam. Dennoch ist ja die Frage, Sie haben sich davor mit unserer hypersensiblen Zeit beschäftigt. Eine Zeit, in der man geneigt ist,
weniger den Gegner im anderen, sondern doch sofort den Feind zu sehen, indem man schon bei der ersten Meinungsäußerung, die dem eigenen Weltbild widerspricht, Triggerwarnungen einfordert. Hat dieser Streit, den Sie sich wünschen, hat diese Gegnerschaft eine Zukunft in der heutigen Zeit oder sind unsere Reizschwellen, sind unsere Sensorien, unsere Empfindlichkeiten, unsere Befindlichkeiten schon so feinjustiert, dass wir auf einen solchen Streit in der Gegnerschaft heute gar nicht mehr ausgerichtet sind und es deshalb vielleicht, das wäre dann die daraus abgeleitete Frage, sehr schnell zur unmittelbar eruptiven Affektäußerung kommt, die sich noch nicht mal mehr in einen produktiven Streit überführen lässt, sondern es überall immer nur noch sofort knallen lässt, weil es zwischen windelweichem Safe-Space-Diskurs und knallharter Kamikaze-Vernichtung kaum noch mehr Graustufen gibt. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich würde schon sagen, dass die zunehmende Sensibilisierung der Gesellschaft etwas damit zu tun hat, dass es uns schwerer fällt, in diesem Sinne der Gegnerschaft zu streiten, weil diese Gegnerschaft immer auch impliziert, dass ich im Streit ein Stück weit sozusagen unpersönlich, also ich darf es nicht persönlich nehmen, ja, sondern das ist, der Streit ist der Streit und danach, im Idealfall geht man eben danach auseinander und kann trotzdem noch vielleicht ein Bier zusammen trinken oder kann trotzdem noch, wenn es der Ehepartner ist, mit ihm zusammen in ein Bett gehen und so weiter. Also das heißt, sobald die Sensibilität zu stark ist und man sich so sehr, sehr schnell, sehr stark verletzt fühlt, ist es schwer, Argumente auszutauschen. Ich möchte aber auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sagen, die Sensibilisierung, das ist alles schlecht und schlimm und wir sollten diese Entwicklung auf jeden Fall zurückdrehen. Also das ist einfach ambivalent, ne? Also die gesellschaftliche Sensibilisierung ist ja erstmal auch ein Zeichen von Fortschritt. Also dass wir vorsichtiger miteinander umgehen und anders als noch in den 70er Jahren, das finde ich erstmal schon richtig, ne? Also dass man sensibler ist auch für bestimmte Ausdrücke und so weiter. Und in dem Augenblick, wo eben bestimmte Gruppen auch das Wort ergreifen und überhaupt erstmal äußern können, was sie verletzt, also in dem Augenblick passiert etwas gesellschaftlich und eben, das möchte ich jetzt nicht einfach nur schlecht machen. Ja? Wird Ihnen aber es ist eben ambivalent. Wird Ihnen das vorgeworfen, dass Sie das Rad der diskursiven Geschichte zurückdrehen wollen und gerne in einen männerdominierten Bundestag und die entsprechenden Äußerungskulturen zurück wollen, damit man wieder mal ordentlich potent streiten kann mit einem echten Gegner? Ja, das wird mir natürlich vorgeworfen, aber das können mir eigentlich nur Leute vorwerfen, die meine Bücher nicht vernünftig lesen. Also dieses Sensibilitätsbuch ist ein Buch, was wirklich genau diese Ambivalenz ausleuchtet. Und übrigens auch, es gibt ja immer auch die Kritik daran, an diesem Betroffensein und die Betroffenenperspektive und dass jetzt irgendwie nur, dass dann eingefordert wird, dass jetzt nur noch die Betroffenen etwas sagen dürfen zu bestimmten Themen. Und ich mache das in meinem Buch schon auch erstmal stark. Also, dass man sagt, natürlich haben Betroffene einen ganz eigenen Zugang zu bestimmten Themen, weil sie einfach betroffen sind, ja, und sie fühlen etwas, was kein anderer auf diese Art und Weise fühlen kann. Und man muss sich nur mal daran erinnern, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, haben deutsche Historiker gesagt, ja, die Juden, die sind viel zu betroffen, um was zu sagen zu diesem ganzen Thema. Die sind so betroffen, die sind so subjektiv, ja. Und Jean Améry, der eben Jude war und sich dann selbst getötet hat, weil die Traumatisierung viel zu furchtbar war. Der hat kurz bevor er sich das Leben genommen hat gesagt, sie kommen zu früh mit ihrer Objektivität. Ja, erstmal müssen wir sprechen. Und da würde man natürlich aus heutiger Sicht sagen, ja, ein Glück. Und natürlich hat das eine Berechtigung. Trotzdem würde ich eben, wenn wir es jetzt wieder nochmal auf heute übertragen, ja, auf unsere Zeit, denke ich, dass eben man dieser betroffenen Perspektive unbedingt Rechnung tragen muss, unbedingt. Aber ich glaube, dass es
gesamtgesellschaftlich wichtig ist, dass auch andere Gruppen sich an bestimmten Problemlagen mitbeteiligen. Ja? Weil manchmal ist es ja auch so, dass Nicht-Betroffene vielleicht auch etwas sehen können, was die Betroffenen nicht sehen können. Also ich glaube, man, das ist dieses Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst, was wir miteinander spielen müssen. Oder ich fühle was, was du nicht fühlst. Ja? Aber eben, erstmal würde ich dir das Recht dieser betroffenen Perspektive auf jeden Fall sehr stark machen. Das bringt mich zu der nächsten Frage, nämlich wenn das eigene Kind einen zur Rede stellt und einfordert, man solle weniger Butter oder was auch immer essen oder nicht essen, dann hat man ja kaum die Möglichkeit, erstmal sich diesem Diskurs, diesem Streit zu entziehen. Wenn man jedoch den öffentlichen Diskurs wahrnimmt, dann besteht ja eigentlich die Möglichkeit in gewissem Sinne, sich auch zu entscheiden, ob man sich in einen Streit einschaltet oder nicht. Sie hatten vorhin das Thema Corona, das Thema Ukraine, das Thema Gaza angesprochen und dort sind Sie ja jeweils auch mit markanten Positionen öffentlich Gaza in Erscheinung nicht. Zu da treten. Da habe ich mich wirklich ganz rausgehalten. Nehmen wir die beiden ersten Beispiele, die ja streitbar genug sind, Corona und Ukraine. Was hat Sie dazu gebracht, sich zu entscheiden, in diesen Diskurs als öffentlichen Diskurs mit einer streitbaren Position einzusteigen, wo man ja sagen kann, da hat man in gewissem Sinne das Privileg, dass es die eigene Entscheidung ist, ob man überhaupt erstmal in so einen Diskurs, in so einen Streit einsteigt. Also was muss gegeben sein für Sie, dass Sie sagen, okay, jetzt jenseits meiner Tochter, die mich in der Küche zur Rede stellt, bin ich so streitlustig, dass ich bei diesem Thema, bei diesem Gesichtspunkt das Gefühl habe, ich will mich da jetzt ins Wortgefecht begeben. Und warum war das bei Corona und bei Ukraine für Sie jeweils gegeben an einem bestimmten Moment? Ja, also vielleicht bleiben wir mal bei Corona, um das jetzt nicht zu komplex zu machen. Und das war auch das Thema, wo ich mich wirklich viel mehr engagiert habe. Also erstmal ist es, und das kann man, glaube ich, daran schon sehen, also eben, man braucht einen ganz starken Affekt, um sich überhaupt in so einen Streit hineinzubegeben. Also das, man macht sowas nicht nur aus reiner Rationalität, sondern man ist wütend, man ist empört, man hat ganz starke Emotionen in dem Augenblick erstmal, weil man das Gefühl hat, irgendwas läuft hier überhaupt nicht richtig. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit, also wenn Sie mich jetzt nochmal so nach dieser ganz subjektiven Triebfeder, warum ich mich überhaupt da reinbegebe, weil man könnte ja sagen, Gott, das ist so ein heißes Eisen, die Nerven liegen gerade so blank, ich halte mich da jetzt einfach komplett raus. Ich glaube, das ist schon wirklich auch so mein mütterliches Erbe, dass ich, glaube ich, irgendwie so eine wie soll ich das sagen? Wenn ich das Gefühl habe, das war eher beim MeToo-Diskurs der Fall, da habe ich mich ja auch sehr kritisch zu Wort gemeldet, wenn ich das Gefühl habe, alle sind sich jetzt super einig, ja, dass irgendwie MeToo eine durch und durch 100% feministische, progressive Bewegung ist, dann denke ich, das stimmt doch nicht, ja. Da gibt es doch blinde Flecken, die man aufdecken muss, ohne dass man jetzt die emanzipatorische Kraft, dass man die komplett schlecht redet, darum geht es mir nicht. Aber dass man schon sehen muss, da gibt es noch Punkte, die laufen noch nicht gut. Ja? Und dann, das ist dann natürlich immer so ein bisschen heikel, aber ich denke, das ist eben auch unsere Aufgabe als, weiß ich nicht, Intellektuelle, dass man da wirklich auch in diese heiklen Differenzierungen reingeht. Jetzt bei Corona war es ganz konkret so, dass ich es wirklich unfassbar fand, wie man mit nicht geimpften Menschen umgegangen ist. Also ich meine, ich war sogar selber geimpft, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass dieser Graben, der da entsteht, also das war, glaube ich, in Deutschland noch mal viel, würde ich jetzt denken, was ich so gehört habe, noch mal heftiger als hier vielleicht. Aber das war eine solche Vernichtung, ja, dass man wirklich öffentlich davon gesprochen hat, das sind Tyrannen. Man hat öffentlich davon gesprochen, dass die Nicht-Geimpften alleine schuld sind, dass die Pandemie fortdauert. Wir wissen heute, dass das schon damals klar war, ja, das RKI, es gibt ja diese geleakten RKI-Papiere, wo sehr deutlich wird, dass man von einer Pandemie der Ungeimpften nicht sprechen konnte, sondern dass es viele Faktoren gab, ja, nicht zuletzt einfach auch falsche politische Entscheidungen. Und das regt mich dann tierisch auf. Und dann mische ich mich ein. Und ich glaube, ich war damals auch, also ich bin heute viel, viel vorsichtiger nochmal geworden, weil damals diese Einmischung tatsächlich folgenreich war. Denn ich habe zum ersten Mal wirklich so richtig erlebt, dass ich sprachlos war, dass ich nichts mehr so richtig sagen konnte, weil
jedes weitere Wort mich noch viel tiefer verstrickt hätte. Also ich habe so viel krassen Gegenwind da bekommen. Das war 2021, da hat man in Deutschland gerade die allgemeine Impfpflicht diskutiert und ich war eingeladen in einer Sendung Hart aber fair, so eine Talkshow. Und das war eigentlich so der springende Punkt dann. Das waren 4 Gegendiskutanten plus Moderator. Und das war im Grunde genommen, kann man sagen, eine Vernichtung vor laufender Kamera. Und mein Widerspruchsgeist war irgendwann einfach tot. Und ich konnte nichts mehr sagen, nach der Sendung auch nicht. Das Einzige, was ich tun konnte, war eigentlich stillhalten. Und so habe ich das dann wirklich auch beruflich, sozial überlebt, ja, weil ich stillgehalten habe eine gewisse Zeit, nichts mehr gesagt habe. Anders als andere, die dann, was ich sehr gut verstehen kann, ja, ich habe das wirklich gesehen, diese Möglichkeit, dass wenn man so in die Ecke gedrängt wird, dass man sich dann mit Gruppen verbündet, denen man eigentlich gar nicht unbedingt nahesteht, die einem vielleicht auch zu extrem sind, aber die einem immer noch irgendwie zuhören, ja. Das haben einige auch gemacht. Ich bin diesen Weg nicht gegangen, zum Glück. Ja, ich habe irgendwie stillgehalten. Das hat aber dann hinterher auch dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, und das spielt auch in diesem Buch eine Rolle, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Strategie und Feigheit? Ja, also was ist irgendwie sinnvolle Strategie und was ist vielleicht auch einfach, ja, wie soll ich sagen, auch gut, weil manchmal ist ja auch so ein Heldentum, hat ja auch was Narzisstisches, dass man immer denkt, jetzt muss ich hier in die Bresche springen, weil das macht ja kein anderer. Und also da muss man auch seine eigenen Abgründe immer wieder hinterfragen. Also das heißt, ich habe mich, glaube ich, auch in gewissen Teilen aus guten Gründen herausgehalten. Eben, aber die Frage ist, wo gleitet man dann in die Feigheit ab? Ja? Also wo zieht man sich einfach zu sehr aus Debatten raus, und das hat mich interessiert. Aber interessant, Sie haben ja selber jetzt ins Spiel gebracht nochmal die MeToo-Debatte. Wir haben gerade intensiver über Corona geredet. Wir müssen jetzt nicht unbedingt intensiver über die Ukraine reden, sondern ich finde es viel interessanter, Sie haben es vorhin nur mit einem Nebensatz gesagt, bei Gaza haben Sie sich ganz rausgehalten. Warum? Kann sich ja jetzt wieder die Frage nach Strategie und Feigheit stellen. Ich finde es einfach persönlich interessant. Was sind Ihre Motive, dort wieder eine Wächterposition des unbeteiligten Diskursbeobachters einzunehmen, der aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht auch einfach anders gelagerten Affekten erstmal nicht in den Diskurs zieht, also, in den Streit? Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich ein Thema, wo mir einfach dieser Affekt, den ich bei Corona hatte, den gibt es in dieser Frage so nicht. Also da gehöre ich eher zu denen, die sagen, sowohl als auch. Ja? Also natürlich war das Massaker am 7. Oktober ein Massaker, und es hatte nichts mit berechtigtem Widerstand zu tun. Es ist einfach schrecklich. Und auch das, was jetzt im Gaza-Streifen passiert, ist ebenfalls schrecklich und furchtbar und grausam. Und das, was im Libanon passiert, ist auch schrecklich und furchtbar und grausam. Also das heißt, da gehöre ich nicht zu denen, die jetzt auf eine Seite springen, ja, sondern ich sehe die Grausamkeit überall. Und da gibt es auch, denke ich, einfach Menschen, die sich viel besser in dieser ganzen komplexen Geschichte auskennen. Also da muss ich sagen, das Feld überlasse ich gerade wirklich anderen. Und trotzdem muss man natürlich sagen, jetzt von außen betrachtet, läuft der Streit immer wieder furchtbar aus dem Ruder. Also das ist sehr oft kein konstruktiver Streit. Ja. Aber um in der sportlichen Metaphorik zu bleiben, ist doch interessant, Sie sagen, sowohl als auch ist eine ungute Einstellung, wenn man wirklich streiten will. Also genau, wenn ich denke, ich könnte für diese Mannschaft ein Tor schießen oder für die andere, ja. Beide Tore sehen schön aus, mir gefallen beide Trikots, sollte mich der Trainer besser weder in der einen noch in der anderen Mannschaft aufstellen, weil dann tauge ich für diesen Wettstreit nicht. Nee, genau, deshalb halte ich mich auch raus, weil eben, ich kann zu keiner Mannschaft so richtig gehören. Das ist, glaube ich, mein ich will gar nicht sagen mein Problem, sondern meine Haltung. Ja. Und die Haltung war wiederum bei der Ukraine anders. Was hat sie dann in Bezug auf die Ukraine so ähnlich wie bei Corona angegriffen, angefasst, dass sie da wiederum entschieden dabei waren? Zum Beispiel als Erstunterzeichnerin damals bei dem Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ausgesprochen hat? Genau, also in diesem Brief ging es damals um rote Linien, ne? Also um rote Linien, die es zu beachten gilt, und um die Gefahr einer Eskalation.
des Krieges. Und man muss natürlich sagen, was wir heute sehen, ist eine Eskalation. Wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Also wir wissen auch noch nicht, wir können noch nicht sagen, ob dieser Brief möglicherweise genau richtig war oder möglicherweise auch vollkommen falsch. Ja. Das war ein Brief ganz am Anfang des Krieges. Ich habe den mit unterzeichnet, weil damals ich, so wie andere auch, den Eindruck hatte, dass gerade die Debatte in Deutschland sehr, sehr einseitig war. Also man konnte in den Zeitungen, ich hatte wirklich das Gefühl, das ist fast so eine, jetzt haben wir endlich wieder einen Feind, ja, der Feind ist Russland. Und also ich hatte einfach das Gefühl, das ist mir zu einseitig. Also wir müssen schon auch die Gefahren sehen, die damit verbunden sind. Ja. Und ich habe aber jetzt, muss ich auch wirklich sagen, im Zuge dieser Jahre, die seitdem vergangen sind, natürlich auch die andere Seite sehr genau gehört. Ne, und ich kann auch die Argumente sehr nachvollziehen, die für Waffenlieferungen sprechen. Ich verstehe das schon. Und ich denke aber, dass wir gut daran tun, und das ist, glaube ich, einfach mein Einsatz dann in dem Augenblick, den Diskurs offen zu halten. Ja, also nicht sofort die zu delegitimieren, die Kritik üben und die Zweifel haben. Ja, und das sind ja nicht nur irgendwie Intellektuelle, sondern das sind ja auch Militärs. Ja, das sind ja Leute, die sich auch mit der Materie auskennen, die sagen, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, dieses Offenhalten, das würde ich sagen, ist meine Aufgabe. Also dieses eben, wir können Feindschaft nur verhindern im Rahmen des öffentlichen Diskurses, wenn wir Gegnerschaft zulassen. Und niemand weiß im Augenblick, wie die Sache ausgeht in der Ukraine. Wir wissen es einfach nicht. Das ist sehr offen. Und ich finde, solange man nicht wissen kann, wie etwas ausgeht, sollte man sehr, sehr offen diskutieren können. Das heißt, das Eröffnen von Spielräumen dort, ja, wo sie zu verschwinden drohen, das ist für Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, auch ein, ja, Grund und oftmals vielleicht Grund genug, um sich dann einen Diskurs auch einzumischen. Ja, genau. Also ich würde sagen, das verbindet vielleicht sogar auch die Corona-Pandemie jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, es ist wirklich immer dieses Gefühl oder der Eindruck, das ist zu einseitig, da gibt es einfach eine extreme Schieflage, und in dem Augenblick habe ich den ganz starken Impuls, den ganz starken Drang, das sozusagen wieder zu öffnen, ja, und diese Schieflage in gewisser Weise, also der anderen Seite mehr Gewicht zu verleihen, der Seite, die zu wenig gehört wird. Das ist übrigens auch eine Erfahrung in der Migrationskrise gewesen. Also 2015 war ja der Höhepunkt der Migrationskrise. Damals hat Angela Merkel die Grenzen geöffnet. Und ich war 2017 ein Jahr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk angestellt. Und damals hatte ich sehr stark den Eindruck, und das also war auch so, dass einfach migrationskritische Stimmen viel zu wenig gehört wurden. Und da geht es mir eben gar nicht darum, dass ich selber diese Position vertrete unbedingt. Ja, also das zum Beispiel in dem Fall gar nicht. Also ich war damals vollkommen Angela Merkel positiv eingestellt. Ich fand das völlig richtig, ja, dass man Turnhallen jetzt erstmal syrischen Flüchtlingen zur Verfügung stellt, weil die gerade aus einem Krieg geflüchtet sind. Aber trotzdem dachte ich damals, man muss einfach diesen kritischen Stimmen, auch den polemischen Stimmen, also so Leute wie Peter Sloterdijk, Rüdiger Safranski, die sich sehr polemisch auch zum Teil zu Wort gemeldet haben, die haben ein Recht, gehört zu werden. Und ich glaube, wir haben das viel zu wenig gemacht, also gerade eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in dem ich damals gearbeitet habe, wurde man als Redakteurin, die sich dafür eingesetzt hat, dass diese Stimmen gehört werden, auch sofort rechts verortet. Also das ist mir damals passiert, dass ich dann irgendwie so die rechte Flasspöhler war oder dann irgendwann, und das war der Punkt, als ich dann gekündigt habe, ich wurde dann in einer Sitzung AfD-Maulwurf genannt, und das war dann wirklich zu viel, dann bin ich wieder gegangen. Aber das ist, glaube ich, und das kann man an dem Punkt auch nochmal gut festmachen, ja, wohin führt das, wenn man eben in Bezug auf ganz bestimmte, sehr komplexe Großkrisen eine ganz bestimmte Position nicht hört. Das führt dazu, in Deutschland hat das dazu geführt, dass die AfD wie so ein Staubsauger alle diese Positionen aufgegriffen hat und dadurch eine Stärke gewonnen hat, die heute dazu führt, dass sie alle anderen vor sich hertreiben kann. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Das heißt, ich bin sicher, das hätte man früher diese Frage viel, viel offener diskutiert,
Ich glaube nicht, dass wir heute eine so starke AfD hätten. Jetzt haben wir einiges darüber gelernt, wie man streitet, wie man richtig streiten kann. Wir haben etwas gelernt über den Unterschied von Gegnerschaft und Feindschaft. Wir haben uns einige strittige Themen angeschaut. Jetzt hatten wir noch Migration, wir hatten MeToo, wir hatten Corona, wir hatten Ukraine, wir hatten Gaza. Wenn man sich diese Themenpalette anschaut, stellt sich mir die Frage, streiten wir eigentlich über das Richtige oder worüber sollten wir uns streiten? Wenn Sie den Wunsch frei hätten, zu nominieren, was die drei Top-Streitthemen wären, über die wir uns viel zu wenig streiten, weil es wichtig wäre, sich darüber auszutauschen, entweder offenen Gesellschaften, die sich sozusagen über den Streit, über die öffentliche Debatte selbst formieren und ihre eigene Zukunft definieren oder auch, wer weiß, im kleineren familiären Umfeld. Haben Sie das Gefühl, es gibt irgendwelche Streittabus oder Diskurstabus, über die man mehr streiten müsste? Was sind die blinden Flecken unserer Streitkultur? Worüber sollten wir mehr streiten? Also ich weiß gar nicht, ob ich... Oder streiten wir über das Richtige? Ich würde tatsächlich eher die Frage stellen, wie streiten wir? Ja, und ich denke schon, dass wir, also alleine jetzt durch die ganzen Großkrisen, die sich, mein Gott, seit der Finanzkrise, das war 2010, reiht sich eine Krise an die andere. Finanzkrise, Migrationskrise, natürlich, wir hatten die Anschläge am 11. September 2001, wir haben die Klimakrise, die sich die ganze Zeit durchzieht, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir hatten die Corona-Pandemie. Also wir haben so viele Themen, an denen sich eben wirklich auch die Geister scheiden, dass man ja eher den Eindruck hat, die Leute sind einfach auch streitmüde. Ja? Man denkt sich, oh Gott, hoffentlich ist bald Weihnachten, ich will nicht mehr streiten. Gute Nachricht, und bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten, genau. Und dann ist natürlich, dann sitzt man da mit dieser vielleicht Großfamilie an einem Tisch und dann ist da der Onkel Theo, der irgendwie rechts ist und da ist die Luisa, die irgendwie bei den Grünen ist und so. Spricht man dann diese ganzen heiklen Themen an oder eher nicht? Und ich würde eher sagen, doch, man sollte sie ansprechen. Ja, also man sollte sie ruhig ansprechen, denn ich glaube, wir sollten weniger Angst vor der Unversöhnlichkeit haben. Ich glaube, wir sind viel zu sehr an diesem Konsensmodell orientiert, dass wir denken, wenn wir da nicht irgendwie übereinkommen, dann können wir nicht mehr an einem Weihnachtstisch sitzen oder unter einem Weihnachtsbaum hocken. Das glaube ich gar nicht, sondern ich denke, dass tatsächlich der Streit selber eine Form der Intimität ist, der Verbindung ist, weil man nimmt, indem man streitet, den anderen ernst. Alleine das schon. Ich nehme ihn ernst, ich höre ihm zu, ich gehe auf ihn ein, er geht auf mich ein. Ja, das heißt, wir kämpfen auf dieser argumentativen Ebene, durchaus auch hart, vielleicht auch polemisch, aber das kann eine Verbindung stiften, vielleicht auch, weil man doch dann irgendwann sogar versteht, warum der andere so denkt, wie er denkt, ja, aber ohne, dass ich dann sage, ah, jetzt verstehe ich, wie du das siehst, ja, jetzt sehe ich das ja auch so, sondern manchmal ist es auch so, man versteht, warum der andere so denkt, wie er denkt, aber man ist trotzdem nicht mit ihm einer Meinung. Man denkt, naja, ich verstehe jetzt, warum du das so siehst, aber es ist einfach trotzdem falsch, ja. Aber warum darf das nicht sein? Also ich glaube, dass diese Unversöhnlichkeit ihr eigenes Recht hat. Das heißt, Sie plädieren nicht für Friede, Freude, Eierkuchen oder Christbaum, sondern für streitbare Weihnachten. Also genau, weil ja auch dieses Friede, Freude, Eierkuchen, also erstens ist es oft sehr langweilig, finde ich. Also gerade wenn man, oder auch anstrengend, wenn man so um den heißen Brei drumherum redet und dann, ach, die Kinder sind so groß geworden, ach, habt ihr eine neue Sofagarnitur, das ist ja so schön. Und dann jede Gesprächspause ist dann so ein bisschen peinlich, weil man immer das Gefühl hat, oh, jetzt kommt so zutage, dass es hier eigentlich gerade um gar nichts geht, dass wir uns eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben. Das ist so anstrengend, ich hasse das, wirklich. Also dann lieber ein richtig schönes Streitgespräch, wo man hinterher denkt, Mensch, wir sind schon wieder 2,5 Stunden rum, ist ja Wahnsinn. Und dann, ja, und dann hat es was Lebendiges und das hat eine Dynamik. Also ich kann da wirklich auch jedem nur den wirklich fantastischen Aufsatz von Georg Simmel empfehlen, der Streit aus dem Jahr 1908. Ja, der ist gut abgehangen, der Essay. Der hat aber nichts von seiner Aktualität verloren, weil der wirklich so, also erstens zeigt er sehr schön auf diese Beziehungsgrausamkeit, gerade unter Intimpartnern, ne, unter Leuten, die sich sehr, sehr nahestehen, gibt es eine spezifische Beziehungsgrausamkeit,
weil man natürlich an den anderen den Anspruch hat, irgendwie, ne, gerade unter Paaren, so, der soll mir irgendwie gleichen und wir müssen die Dinge gleich machen, also so ein narzisstisches Begehren irgendwie. Und so die kleinsten Abweichungen oder so Lappalien, an denen hängt sich dann sofort was Riesiges auf. Ja, man misst die ganze andere Person daran. Und man weiß natürlich auch genau, was den anderen verletzt. Das heißt, es ist wirklich, kann richtig grausam sein. Aber er sagt eben gleichzeitig, und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen dessen, was ich in meinem Buch versuche zu zeigen, eine Liebe, in der nicht gestritten wird, ist keine, um es mit Helmut Schmidt zu sagen. Also der Streit ist das, was an die Substanz geht, und genau deshalb kann sich die Substanz eines Verhältnisses überhaupt erst beweisen. Und er analysiert eben auch sehr schön die so Paare, die so ganz harmonisch miteinander umgehen und wo man so jedes Fettnäpfchen vermeidet und immer so zuvorkommend ist und so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht auch gut gehen kann. Ja, es gibt auch Paare, die streiten sich einfach nicht und es ist alles wunderbar. Mag es geben. Aber er zeigt, und das kennen wir auch alle, dass man dadurch eigentlich einen Mangel verdeckt. Ein Mangel an Bindung, vielleicht auch in der emotionalen Tiefe. Ja, also er bezeichnet das sehr schön oder beschreibt das sehr schön. Er sagt, eine Beziehung, die emotional tief verbunden ist, die hält den schwersten Stoß aus. Und eben, dieser schwere Stoß beweist überhaupt erst die Substanz dieses Verhältnisses. Und er sagt, der Streit bringt Beziehungen in Bewegung, ja, hält sie dynamisch. Ne? Der Streit tariert Nähe und Distanz aus, weil sich natürlich Partner auch entwickeln, sie verändern sich. Also man gerät immer wieder aneinander. Und diese Differenz und diese vielleicht auch in Teilen Unversöhnlichkeit ist eben, wenn sie richtig ausgetragen wird, ist sie einheitsstiftend. Sie ermöglicht überhaupt erst die Verbindung. Und das ist der Grund, warum ich streite, um bleiben zu können. Ich will an einer Stelle jetzt nicht locker lassen und nochmal nachfragen. Wenn man im Jahr 2024 über Gaza streitet, dann mag das absolut notwendig sein, ist aber wahnsinnig unoriginell. Wenn im Jahr 2022 über Ukraine streitet, dann mag das unbedingt notwendig sein, ist aber wahnsinnig unoriginell. Wenn man im Jahre 2020 über Corona gestritten hat, dann mag das absolut verständlich sein, ist aber wahnsinnig unoriginell. Gibt es sozusagen originelle Streitthemen, die man auch casten könnte? Weil wenn Sie an Weihnachtsabend mit der Familie über die wahnsinnig unoriginellen Streitthemen, die Arena schon längst abgesteckt ist mit den entsprechenden Fronten und man sozusagen auch im gewissen Sinne ja einen Streit reproduziert, der schon stattgefunden hat, ist ja die Frage, kann man auch einen Erststreit vom Zaun brechen, der wirklich mal einer Sache neue Perspektiven abgewinnt? Und wäre es zum Beispiel nicht etwas, über ein Thema zu streiten, worüber Sie ja auch schon mehrfach publiziert haben, zum Beispiel die Frage Sterbehilfe, Freitod, Ähnliches. Ich weiß, wieder ein großes Thema, aber ich bin noch auf der Suche danach, wie findet man den originellen Streit und wie reproduziert man nicht immer die schon längst eingefahrenen Streitmuster und Streitthemen? Und schon wird mit dem Jetzt. Ersten Glas geworfen. Naja, also klar, es gibt natürlich unendlich viele Themen, über die man streiten kann. Es gibt, genau, Sterbehilfe natürlich, ist auch ein wunderbares Weihnachtsthema. Künstliche Befruchtung wäre das Thema für Weihnachten, genau, geht auch noch. Also da gibt's natürlich massenweise, aber ich würde gar nicht sagen, dass, auch wenn man jetzt über diese schon irgendwie weithin behandelten Streitthemen redet, dass das immer nur eine Reproduktion ist von bestehenden Fronten, sondern meine Hoffnung wäre eigentlich, dass gerade weil die Leute, die vielleicht an Weihnachten zusammenkommen, sich auch jenseits dieser oder jener Streitfrage kennen, dass man genau deshalb auch auf eine andere Art und Weise diesen Fragen nähert. Also ich glaube, jeder Streit ist anders. Es stimmt schon, es gibt diese eingefahrenen Bahnen und man gerät da ganz schnell drauf, aber ich glaube, das ist doch eigentlich immer ein gutes Indiz, wenn man merkt, dass man sich auch in einem Streitgespräch langweilt, ja, dass man dann denkt, oh, jetzt kommt wieder das und dann kommt wieder das. Das ist langweilig und Langeweile ist immer die Leitplanke. Also wenn es langweilig wird, dann ist man irgendwie falsch abgebogen, dann muss man wieder was anderes machen. Es muss interessant sein, es muss wirklich, also deshalb spreche ich in diesem Buch auch vom Eros des Ringens, ja, das hat was. Ich würde sagen, ein guter Streit hat wirklich was Erotisches. Also man bleibt dabei, ja. Das ist wie soll ich das formulieren? Das ist eine Verbindung, die zisselt so.
Also wie eine erotische Begegnung. Das macht Spaß. Ohne ihnen zu nahe zu treten, mit wem würden Sie denn gerne mal streiten, mit dem Sie noch nicht gestritten haben? Gibt es sozusagen Streitpartner, mit denen Sie sich mal gerne auseinandersetzen würden? Kommen wir mal von den Themen weg und gehen zu den Personen. Gibt es Personen, mit denen Sie sich eigentlich gerne streiten würden? Ich glaube, und wenn ja, verraten Sie es mir heute Abend hier. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass es einige Menschen gibt, die mit mir nicht streiten wollen. Das finde ich immer schade. Das ist ja nicht schlimm. Sie können mir ja trotzdem heute einfach nur sagen, wer es ist. Naja, weiß ich gar nicht. Würde ich jetzt auch nicht verraten wollen, wer nicht mit mir streiten will. Aber es gibt eben Leute, die mit mir nicht streiten wollen, weil sie dann sofort sagen, ja, das ist ja die rechtsreaktionäre Feministin Svenja Flassbüller. Also vielleicht kann ich das gegen Ende unseres Gesprächs noch mal kurz sagen. Also diese Position während der MeToo-Debatte, denn das spielt auch in diesem Buch eine Rolle. Also erst einmal geht es mir jetzt in diesem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, schon auch darum, eben diesen eigenen Affektlagen nachzuspüren. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich jetzt heute dieses Buch Die potente Frau, das eben ein sehr MeToo-kritisches Buch ist, nochmal lese, dann denke ich hin und wieder, hätte ich vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger formulieren können, möglicherweise hätte ich dann noch mehr Menschen mitnehmen können, überzeugen können. Ich hätte mir definitiv weniger Feindinnen gemacht, auch Feinde gemacht. Also das denke ich wirklich und verstehe jetzt auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Biografie besser, warum ich da so scharf geworden bin. Gleichzeitig, und das ist die andere Seite, braucht es eben manchmal auch Dynamit, ja, um so einen Konsens aufzusprengen. Also dann braucht man eben auch die Überspitzung. Das ist so die andere Seite dessen. Und worum es mir wirklich im Kern ging, und das ist auch aus meiner Sicht in der öffentlichen Debatte über dieses Buch manchmal untergegangen oder vielleicht ist es auch falsch rübergekommen oder was auch immer. Mir geht es überhaupt nicht darum, den Mann irgendwie aus der Verantwortung zu nehmen. Und mir geht es auch nicht darum, die Errungenschaften, die MeToo sicherlich geleistet hat, die irgendwie schlecht zu machen oder wegzureden. Aber worum es mir ging, war, dass man auch die weibliche Seite mit in den Blick nehmen muss, um die Emanzipation wirklich voranzutreiben. Und da bin ich auch gar nicht die Erste. Das ist das, was schon Simone de Beauvoir in Das andere Geschlecht gemacht hat. Die hat sich einfach genau angeschaut, ne, wie wurde die Frau, ja, und natürlich haben patriarchale Zuschreibungen wie zum Beispiel, ich mache es jetzt so ein bisschen schnell und einfach, spiegele den Narzissmus des Mannes, enttäusch ihn nie, kränke nicht seinen Narzissmus, du hast leider kein eigenes sexuelles Begehren, nur der Mann hat ein sexuelles Begehren, du bist sexuell leider sehr passiv und kannst dich eigentlich immer nur irgendwie zum männlichen Begehren verhalten und aber bitte auch nicht ablehnend und so weiter. Das sind alles Zuschreibungen, die wir Frauen tief in uns tragen und ich auch in mir. Und wir alle können uns, denke ich, an Situationen erinnern, wo man irgendwie komisch passiv war in bestimmten Situationen. Und ich glaube, dass man diese Seite, diese Passivität durcharbeiten muss, man muss erkennen, woher sie kommt und man muss sie, glaube ich, auch so gut es geht eben überwinden, ja, um in die wirkliche Emanzipation zu kommen. Und das hat nichts mit einer, wie mir dann sehr oft vorgeworfen wurde, Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Eben, ich nehme ja den Mann nicht aus der Verantwortung, nur ich glaube, man lässt die Emanzipation sozusagen auf halber Strecke stehen oder man entwickelt sie nicht vollends, wenn man nicht auch die Frau in ihre Potenz bringt, ja, und das eben, wie gesagt, da bin ich auch gar nicht die Erste, die das sagt, und darum ging es mir, und ich halte das nicht für antifeministisch, ich halte das für sehr feministisch, und natürlich gibt es auch Situationen, wo Frauen wirklich Opfer sind, wo sie nichts tun können, ja, das ist eben bei einer Vergewaltigung selbstverständlich der Fall, aber hätte MeToo sich wirklich vornehmlich für Vergewaltigung interessiert, wäre viel stärker die häusliche Gewalt in den Fokus gerückt, ist aber so gut wie gar nicht behandelt worden, sondern das, was öffentlich diskutiert wurde, waren sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und so weiter. Und das waren eben oft Situationen, wo man sagen kann, da haben sich Männer falsch verhalten, aber da hat auch die Frau ihre Handlungsmacht nicht so genutzt, wie sie hätte nutzen können. Ja, und da geht es nicht um Victim Blaming, sondern es geht darum, eben die Frau in diese Handlungsmacht zu bringen. Und dafür müssen wir unsere Geschichte durcharbeiten. Zum Abschluss noch eine Frage. In Bezug auf die Institutionen des Streits. Wir haben jetzt manche Orte des Streitens schon kennengelernt. Den Küchentisch, den Stammtisch. Sind die liberalen Demokratien, sind offene Gesellschaften,
die besten aller möglichen Welten, um sich in diesem Sinne, wie Sie es vorschlagen, wie Sie es sich wünschen, zu streiten, den anderen zum Gegner zu wählen, mit ihm aber gleichzeitig auf demselben Spielfeld zu stehen, auf derselben Grundlage einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Oder würden Sie sagen, es bedarf der institutionellen Weiterentwicklung, um bestimmte Arrangements eventuell auch gesellschaftlich einzurichten, die einer gewissen Streitkultur entgegenkommen? Was meinen Sie damit konkret? Sagen Sie mal ein Beispiel. Zum Beispiel, das ist jetzt sehr interessant, wenn man auf die Schweiz schauen würde, gibt es natürlich ganz andere Beteiligungsformen als in Deutschland. Die Frage ist ja, was immer diskutiert wird, brauchen wir zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland mehr Bürgerräte? Brauchen wir auch die Instrumente wie Volksinitiativen und Volksabstimmungen? Kanalisiert sich da auf sehr interessante Weise ganz anders eine politische Willensbildung? Eröffnet das ganz andere Arenen der Streitkultur? Das wäre sozusagen einfach eine Frage, wirklich nach den institutionellen Arrangements in Demokratien ist sozusagen die klassische Parteipolitik. Politische repräsente Demokratie eine angemessene Arena, eine angemessene Institution, um diese Streitkultur ausleben zu lassen? Oder bräuchte es da etwas anderes? Die zweite große Frage, an die ich da dachte, wären Social Media. Ist sozusagen die digitale Welt des Streites eigentlich eine, die mehr oder weniger nur den virtuellen Feind hervorbringt, den ich eben nicht als persönlichen Gegner kenne und deshalb virtualisiert die ganze Zeit vernichte? Also es wäre jetzt sozusagen die analoge und die digitale Frage nach der Infrastruktur des Streits. Ja, also zumindest in Deutschland ist es so, dass man sehr gerne von den Bürgerräten redet im Sinne von, ne, das ist dann richtig demokratisch, weil wir jetzt ja auch den Bürgerrat haben. Jetzt meinetwegen, ne, Stichwort Corona-Aufarbeitung, ja, da brauchen wir jetzt so einen Bürgerrat, der Corona aufarbeitet. Das ist aus meiner Sicht, wäre das sehr sinnvoll, wenn die Bürgerräte wirklich was zu sagen hätten. Das Problem in Deutschland, ich weiß nicht, hier ist es sicher anders, ist, dass sie überhaupt nichts zu sagen haben, sondern sie werden irgendwie gehört, ja, wird dann so gesagt, ja, wir hören euch ja, ne. Aber sie haben überhaupt nichts zu sagen. Und das heißt, das ist auch eine sehr bequeme Art und Weise, um Themen irgendwie zu besprechen, aber eigentlich aufs Abstellgleis zu stellen. Das würde ich erstmal zu den Bürgerräten sagen. Und Social Media, klar, das ist natürlich vor vielen, vielen Jahren auch mal als eine Errungenschaft gefeiert worden im Sinne der Demokratisierung. Ne? Jetzt sind wir alle nicht nur Empfänger, sondern wir alle sind auch Sender. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sehen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist gründlich schiefgegangen, was damit zu tun hat, dass diese Plattformen, allen voran natürlich X von Elon Musk, aber auch andere, das sind profitorientierte Konzerne, die damit Geld machen wollen und die aus meiner Sicht der Demokratie eher abträglich sind als zuträglich sind. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, die Welt, die Demokratie war ohne X besser dran. Das hat einfach was damit zu tun, eben, dass diese Plattformen algorithmenbasiert sind und diese Algorithmen so funktionieren, dass sie die Extreme belohnen, dass sie Hass belohnen, dass das der Magnet ist, warum die Leute auf diesen Plattformen bleiben. Und natürlich hat es auch ganz viel damit zu tun, eben, das sind keine analogen Kommunikationssituationen, sondern wir sehen uns nicht, wir können aus der Anonymität heraus agieren. Emmanuel Levinas hat das sehr schön analysiert, also die Funktion des Antlitzes als Tötungshemmung. Also Emmanuel Levinas, jüdischer Philosoph, der während des Holocaust seine ganze Familie verloren hat, hat eben diese Philosophie des Antlitzes entwickelt und er sagt, solange ich in das Antlitz, in das Gesicht des anderen schaue, solange ich seine Augen sehe, ist die Tötungslust gehemmt. Genau diese Lust kann sich auf Social Media ungehemmt Bahn brechen und das ist das Geschäftsprinzip. Also insofern sehe ich da ein sehr großes Problem und kann auch immer weniger verstehen, warum Leute da unterwegs sind, die sich auch noch selber als kapitalismuskritisch und links beschreiben. Aber das heißt, das wäre doch noch ein interessantes Resümee, was wir jetzt am Ende gewonnen hätten, dass der Streit, von dem Sie reden, den Streit, den Sie voranbringen wollen, dass das ein Streit ist, der eine gewisse Nähe, vielleicht auch eine gewisse Analogität voraussetzt, damit man sozusagen das Antlitz des anderen sehen kann und sein, aber auch das Gesicht des anderen wahren kann, dadurch, dass man einander dennoch begegnet und der andere nicht virtualisiert und dadurch hypothetisiert wird und damit sozusagen
sozusagen zu einem argumentativen Abschuss freigegeben Objekt verkommt. Ja. Genau, also da stimme ich wirklich dem Soziologen Steffen Mau zu. Wir brauchen mehr vorpolitische Räume, analoge Räume, wo sich Menschen wirklich begegnen und wo man miteinander streiten kann. Ja? Und wo ein Rahmen gegeben ist, der es eben ermöglicht, wirklich auch in der Sache sehr hart zu sein. Aber was so ein bisschen funktioniert wie ein Fußballplatz. Ja? Das ist der Ort, wo man sich streitet. Und wenn man weggeht, dann ist man wieder Dieter und Gisela und dann kann man auch wieder was anderes machen. Ja? Damit will ich nicht sagen, dass die Themen nicht wichtig wären und sehr, sehr ernst. Ja? Aber ich glaube, dass wir das lernen müssen, dass man trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, eben weil man den Streit geführt hat, in einer guten Verbindung miteinander ist. Ich freue mich, Sie in diesem Sinne hier begrüßen zu dürfen in einem vorpolitischen, analogen Raum. Sehr schön, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam hier miteinander über das Richtige streiten, ringen konnten. Ich freue mich ebenfalls, Sie einladen zu dürfen zur nächsten Veranstaltung der Gesprächsreihe UM Politics Talks. In 2 Wochen, Montag, den 2. Dezember, werde ich mit dem Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold den Woken Diskurs kritisch revidieren und zwischen Identitätspolitik und Postkolonialismus schauen, wo wir uns da heute in diesen Streitfragen befinden. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass dort am Büchertisch Bücher zu erwerben sein werden von Svenja Flasspöhler und dass sie bereit ist zu signieren. Seien Sie also herzlich eingeladen, bei der Buchhandlung Labyrinth bzw. Ihrem Büchertisch gleich noch vorbeizukommen. Schön, dass Sie hier gewesen sind. Kommen Sie gerne wieder und bedanken Sie sich mit mir gemeinsam bitte ganz herzlich beim Gast des heutigen Abends, bei Svenja Flasspöhler. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.